Liebe Freunde, willkommen zurück bei Imperator Rom mit Etrurien und der Version 1.1 Pompeji. Willkommen bei Voxel und wir sind in der letzten Folge erfolgreich gewesen mit Etrurien. Wir haben das höchstmögliche Ergebnis rausholen können und wir haben nur eine einzige Nation teilweise stehen gelassen, das war Ilvatien, und haben hier zwei Nationen komplett geschluckt. Und ja, Etrurien hat sich hier oben stark vergrößert. Rom ist immer noch im Krieg hier unten mit Syrakus. Und es sieht nicht gut aus. Es dreht sich so langsam für Syrakus und gegen Rom. Also sehr gut für uns eigentlich. Und wir werden dann so schnell wie möglich auch Rom angreifen, wahrscheinlich. Und das Erste, was ich mache, ist, weil wir natürlich unter Geldmangel leiden, unsere Wirtschaft stärken. Das heißt, die Einkommen. Ach, das ist ja auch doof. Ich kann es ja nicht mal runtersetzen jetzt, weil wir eben Forschungspunkte. Das fehlt uns. Wir verlieren Geld. Exportwert. Importwert. Schwierig. Armeeunterhalt werde ich runtersetzen. Da wird die Moral natürlich geschwächt. Flottenunterhalt auch. Festungsunterhalt auch. Gehälter lasse ich so. Ich kann natürlich noch schauen, ob ich Festungen benötige. Aber die würde ich so lassen. Die würde ich so lassen. Die sind wichtig. Das gesamte Kernland hier oben ist in Ordnung. Das ist alles gut abgesichert hier. Diese Festung, ob ich die brauche, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, ob ich die Festung brauche hier. Lasse ich aber mal, weil das ein guter Flaschenhals hier unten ist, der komplett hier eingenommen werden muss erstmal. So, und dann ist es wie gesagt noch so, dass Rom noch dort am Kämpfen ist. Und wir können dann natürlich sofort den Anspruch fingieren. Aber das werden wir erstmal lassen. So, wie steht's denn hier? Da gucken wir nochmal weiter. Minus 2. Okay. So, ich überlege gerade, was wir tun. Ob ich eine Straße baue, aber eigentlich nicht. Die Armeen sind dann noch auf dem Rückweg. Die Flotten sind auch auf dem Rückweg. Mord. Was ist denn nun los? Ei. Im Alter von 43 ermordet. Und war ein Rivale vom General der zweiten Armee. What? Wir wurden darüber informiert, dass Kai Tarkunis letzte Nacht brutal in seinem Haus ermordet wurde. Die zuständigen Ermittler haben berichtet, dass das Verbrechen mit einem scharfen Schwert durchgeführt wurde. Okay. Wir wissen, dass Spuri Tarkunis diese Waffe gerne mit sich trägt, haben jedoch keine Beweise dafür, ihn mit dem Verbrechen in Verbindung zu setzen. Unabhängig davon sollten wir dennoch wachsam sein. Leider sind wir machtlos zu handeln. Okay, wir verlieren Beliebtheit. Dass alle wissen, dass wir Spuri dafür schuldig halten. Ja, das ist der General der zweiten Armee. Ist uns loyal gegenüber. Will Nigida prima provozieren. War das der? Nee. Keine Besitztümer, hat nicht viel Geld. Machtbasis ist nicht hoch. Aber eben General der zweiten Armee. Und ist loyal. Weil er dumm ist. Und zufrieden, hat loyale Kohorten. Da müssen wir ein bisschen gucken, was wir mit denen machen. Naja, ein paar hat er. Das können wir ruhig machen, dass er von 80 auf 60 Loyalität sinkt. Das ist okay. Wir erhalten dadurch erstmal Beliebtheit. So, Forscher, okay, brauchen wir dringend. Wen nehmen wir denn da? 977 ist noch in Ordnung. Müssen wir den nehmen? Ja. Krass, dass es jetzt dass es von 77 auf 70, 72 gesunken ist, dass wir einen Forscher haben. Sehr interessant. Was haben wir noch? Zweite Flotte. Nee, ich mach die Flotten wieder zusammen. Lassen wir. Die Armeen erholen sich langsam. Ist nicht ganz so prickelnd. Nicht ganz so prickelnd. Hier wird sich das alles gut ändern, weil wir eben auch die Religion pushen. Konvertierung der Kultur. So, das zusammen. Verhungerte Bewohner. Warum? Ach, die sind über dem Limit. Die sind über dem Limit. Langsam sterben, das wollen wir nicht. Wir werden einen Sklaven abziehen. Das ist die gesamte Provinz. Tuskien werden wir nach Etrurien verlagern, denke ich. Können wir das nach Talanum
Verlegen. Ja, ist immer möglich. An der Grenze zu einer anderen Provinz ist das immer möglich. Achso, hier war aber noch was anderes, glaube ich. Tatsächlich können wir das hier noch in die Hauptstadt bringen. Das machen wir gleich. Geht doch. Interessant. Umsiedeln. So, dann folgen die Bewohner eben doch nicht mehr. Das ist in Ordnung. Verachtete Familien haben wir einige. Das ist okay. Illoyale Provinzen. Ligurien. Ja, da kümmern wir uns gerade drum. Indem wir hier schon die Sachen ändern. Und zwar, wo sind hier die meisten Bevölkerung? Ja, hier in der Hauptstadt eigentlich. Nee, tatsächlich hier. Und da müssen wir gucken. Was machen wir? Assimilieren 30. Ich würde mal 2 machen. Das ist schon ein bisschen besser. Damit wir eben die Provinzloyalität erhöhen können. So, kann ich hier nochmal handeln? Nee, im Moment ist keiner bereit, mit uns zu handeln. Das ist ja sehr interessant. 0 von 1. Oder fehlt mir irgendwas? Nee. Auch hier ist nichts. Pisa, 2 sogar, die uns fehlen. Tja, sonst hätten auch andere schon angefragt irgendwie. Also das ist sehr interessant, dass das nicht geht. Das steigert sich immer wieder. Ja, und damit ist es auch schon raus. Wir sind jetzt bei. Das steigert sich auf jeden Fall. Sollte. Piraten. Können wir mit denen irgendwas noch anfangen? Ich guck mal, ob die hier hingehen. Ob ich die besiegen kann. Natürlich haben wir hier einen Piratenhafen. Ich weiß nicht, ob wir da was machen können, indem wir den besetzen zum Beispiel. Ja, also das ist noch buggy. Ich habe gestern mal in die. Das ist ja die Mod. Ach, ich habe jetzt den Armee- und den Flottenunterhalt gesenkt. Aber ich hoffe, dass wir das schaffen. Das ist immer noch die Mod. Entschuldigt dafür. Die muss ich nochmal deabonnieren oder deaktivieren im Moment. Die eigentlich sehr, sehr gut ist. Die Better Battle UI, User Interface, die ist eigentlich sehr, sehr gut. Funktioniert aber jetzt hier leider nicht. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Aufgrund der großen Anzahl an Schiffen. So, haben wir was gekapert? Die haben einen verloren von 14 auf 13. Haben wir was dazu bekommen? Ja, gefangen genommen. Sehr cool. Plus 1. Achso, die wurde nicht zerstört, sondern wir haben hier eine Libonisch erhalten. Das ist sehr cool. Das ist das, weil die Libonisch Schiffe so einen hohen Moralschaden haben. Kann das sein, dass ihr dann Schiffe einnehmt? Das heißt, wir haben unsere Flotten jetzt auf 34 gesteigert. Sehr, sehr cool. So, können wir hier nochmal hin. Ich fahre mal kurz hin und gucke, ob wir irgendeinen Bonus haben auf die. Ja, das ist jetzt ja uns. Das gehört ja zu uns. Das ist ein Piratenhafen. So, wir sind hier mittlerweile auf nur noch 0,0. Momentan bei 0,0. Das ist doch irgendein Fehler. Moment, 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 Moment. Was ist denn hier los? Ich habe eine Rebellion. Wie kann das denn sein, bitteschön? Die raue Behandlung der Sklaven in Centurnum. Wo ist denn das bitte? Hier oben, 6000 Mann. What? Oh. Das ist ja interessant. 6000 Sklaven rebellieren hier. Dann sofort die Flotte hier hinschicken. Die schicke ich dann dahin, die gesamte erste Legion. Passt das noch? Ja. Die raue Behandlung der Sklaven in Centurinum und ihre hohe Anzahl haben dazu geführt. Wie viel sind denn hier drin? Kann ich Stadt jetzt nicht anzeigen lassen? Das ist ja doof. Bevölkerung. Wie viel haben wir hier? Ja, einen. Ja, gar kein Sklaven. Aber welche Provinz ist das? Korsika, die Provinz Korsika. Und wir haben auch nur 7 Sklaven. Also das ist ja schon mal falsch.
dass die hohe Anzahl dazu führt, dass es einfach nur die schlechte Behandlung oder irgendwie die Zufriedenheit gerade haben dazu geführt, dass sie sich gegen ihre Herren erhoben haben. Sie fordern, dass ihnen ihre Freiheit gewährt wird und dass ihre ehemaligen Herren bestraft werden. Die Nachricht über diese Revolte verbreitet sich schnell, bei einigen weckt es Hoffnung und sie fassen Mut, bei anderen schürt es Angst um Leben und Besitz. Wenn ein Sklave seinen Meister stürzen kann, ist ein freier Mann in Sicherheit. Ist kein freier Mann in Sicherheit. Ui. Okay. Ja. Was machen die jetzt eigentlich? Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal schauen. Moment. Ah, ne, die müssen raus. Die müssen raus. Und jetzt rauf da. Und dann sofort hier rüber. Wann sind die drauf? 5. Februar? Jetzt. Kann ich die jetzt direkt hier runter locken? Noch nicht. Das Schiff muss hierher. Ich hoffe, dass... Oder die gehen weiter. Ich hoffe, die bleiben hier stehen irgendwo. Wir haben ja auch keine Festung. Wahrscheinlich werden sie aber hier stehen bleiben. Ja. Und da werden wir sie auch empfangen und schlagen. Hoffentlich. Der Fall von Alalia. Mensch, das ging aber schnell. Oder habe ich das irgendwas bei der Wirtschaft hier? Die Übernahme von Alalia durch rebellierende Sklaven hat unsere Gesellschaft in Angst und Schrecken versetzt. Die Sklaven haben einen Boten geschickt und wir fordern, dass sie sich als freie Männer in der Region niederlassen dürfen. Und wir ihnen Amnestie versprechen. Freie Männer? Ohne Zweifel wäre diese Akzeptanz solcher Forderungen eine Beleidigung für alle Sklavenhalter in Etrurien. Aber es könnte der schnellste Weg sein, um diesen Konflikt zu beenden. Nein, der schnellste Weg ist, sie zu besiegen. Ich hoffe, das klappt auch. Ja, wir sind gleich da in 5 Tagen. Verhandeln. Okay, so, Erfindung, gucken wir mal. Ach, Moment, Moment, oh Gottes Willen, das kann ich gar nicht machen. Oh nein, stopp, ich habe doch hier Armeeunterhalt. Ich glaube, die haben jetzt eine niedrige Moral und das werden wir nicht schaffen. So, was können wir denn hier machen? Importwert? Importwert. Handel. Was haben wir denn für einen Importwert? Das ist ja die Frage. Null. Ein Importwert von null ist natürlich doof. So. Ach, Provinzinvestition können wir auch machen. Stimmt. Beziehung verbessern. Importwert. Versorgungslimit. Schiffe erhaltener Schaden. Ich würde sagen, wir machen die diplomatische Reputation. Das ist, glaube ich, insgesamt mehr wert. Ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. Ob das noch klappt. Provinzinvestition. Können wir denn hier was tun? Stadtentwicklung koordinieren. Können wir hier noch mehr machen eigentlich? Ich glaube bald nicht. Nur das hier. Ja, das andere kommt erst mit 1.2, glaube ich. Dass man ganz konkret, da kommen auch viel mehr Gebäude dazu. Insgesamt 11 neue. Und jetzt können wir hier nun die Stadtentwicklung koordinieren. Brauchen wir aber glaube ich nicht. Ja, was passiert jetzt hier? Okay, das kriegen wir doch hin. Haben auch keinen Anführer, also von daher nicht schlecht. Sklavenrevolte zerschlagen, sehr schön. Wir haben der Rebellion herrenloser Sklaven in unserem Land ein Ende gesetzt. Ihre Anführer und alle Sklaven, die sich gegen ihre Herren erhoben hatten, liegen jetzt wieder in Ketten. Besorgte Bürger fordern harte Bestrafung, um an ihnen ein Exempel zu statuieren und zukünftigen Aufständen vorzubeugen. Andere allerdings argumentieren, dass eine harte Bestrafung nicht die grundlegenden Probleme der Misshandlung lösen könnte, die den Aufstand überhaupt erst ausgelöst hat. Wir machen aber ein Exempel. 15 Jahre. Ui.
Lass uns Nachsicht zeigen. Ach, das ist doch cool. Fünf überlebende Sklaven werden in Städten unserer Hauptstadtregion angesiedelt, ganz wichtig. Und 5% mehr Zufriedenheit, also Steuereinnahmen. Machen wir das. Ganz wichtig. So, den nehmen wir wieder zurück. Ich muss mal kurz gucken, wie ist denn hier die Zufriedenheit. Oh. Ändert sich radikal. Gut, die können wir nicht ändern. Das ist halt. Der gibt ja auch ein Plus. Alalia. Wo ist Alalia? Hier. Wieso sind die denn so wahnsinnig unzufrieden? Wow. Weil die. Natürlich. Kultur. Ja, die Kultur ist halt das Problem. 0% Zufriedenheit. Und sogar gar nicht in der lateinischen Kulturgruppe. Da müssen wir halt echt aufpassen. 30 kostet das auch. Ich werde ein paar machen. Oh Gott. Das ist halt echt viel. So, nehmen wir die aber mal rüber wieder. Und schicken die. Huch, das kann ich auch noch nicht machen. Ligurien, da müssen wir echt aufpassen. Schicken die erstmal hier hin. Die dann runter. So. Und die wollte ich auch hinschicken. Ach, in unsere Hauptstadt. Ich würde aber sagen, wir schicken die hier mit hin. Und die hier oben in die Stadt Tuta. Und halten da Ausschau. So, wie sieht es mal aus mit Rom? Minus 3 für Rom. Die verlieren auch gut an Mannstärke. Kohorten haben sie von 19 auf 24 erhöht. Wir haben aber 39, die wir aber auch erstmal auffüllen müssen. Sehr aufwendig für uns, aber es geht langsam vorwärts. Wir sind hier schon wieder bei 14.000 Mann. Moral ist auch ganz gut. Hier sind wir auch ganz gut dran. Wir haben 13 und hier haben wir 12. Das muss ich also noch alles wahnsinnig erhöhen. So, die kam wieder in die Hauptstadt zurück. Ich werde sie aber zur Sicherheit hierhin schicken. Keinen Zugang. Komisch. Ach, hier ist ja gar kein Hafen. Bin ich doof. Dann lasse ich sie hier in der Hauptstadt. Und, tja, was machen wir jetzt? Soll ich Rom den Krieg erklären? Wäre jetzt hilfreich eigentlich. Aber, wenn ich das tue, dann haben sie noch Frentanien. Wie viel haben die? 6 und 12. Pelignien 8 und 14. Lukerien ist hier unten. Die haben, glaube ich, nicht viel, aber auch 8 und 16. Krass. Zwei Städte, so viele Einheiten. Und Marsien 8. Das ist halt echt übel. Da brauche ich auch meine gesamte Armee, auch Fürst im Stand und noch eine Reserve. Ich kann es im Moment eigentlich nicht machen. Ich kann es im Moment eigentlich nicht machen. Kann nichts importieren. Wahrscheinlich eine Loyalität. Ich weiß es nicht genau. So, das fleißige Volk Urina. Wo ist denn Urina? Hier. Direkt am Berg. Das fleißige Volk von Urina hat sich selbst übertroffen und mit persönlichen Mitteln die Infrastruktur ihrer schönen Stadt entwickelt. Wir hoffen, dass diese Einstellung von einigen unserer weniger loyalen Untertanen übernommen wird. Wunderbar. Und Speicher. Sehr schön. Huch. Dann haben wir jetzt ein. Ist auch okay. Kornspeicher trägt dazu bei. Noch nichts, glaube ich. Bevölkerungs. Ach, die Kapazität. Okay. Ah, das ist interessant. Erhöht nur die Kapazität. Dann müsste man das auch hier eigentlich noch fast machen. Quatsch, in unserer Hauptstadt. Nee. Wo war denn unsere Hauptstadt? Hier, 33, oh, 33 von 30. Hier müssten wir einen bauen. Kostet 100. Ja, um 5 erhöht das und es wächst dann halt auch relativ flott, denke ich. Da müssen wir aufpassen. Auf frischer Tat ertappt, wer war das denn schon wieder? Als Epokilos, der hier,
Vor den versammelten Clanrat getragen wird, ist er ein trauriger Anblick. Er wurde mit einem gezackten Stein in der Hand gefunden und soll dazu bereit gewesen sein, Uxi in einem brutalen Akt der Gewalt niederzustrecken. Der hohe Priester und wahrscheinlich der nächste Stammesmagistrat, der nächste Anführer unserer Nation. Interessant. Oha. In Möglichkeiten investieren? Beide. Zum Glück gab es einige Anwesende, die schnell genug waren, um diese schreckliche Tat zu verhindern. Wir haben jetzt die nicht zu beneidende Aufgabe, über Epicolos zu urteilen. Aha. 10 Stabilität kann ich nicht zulassen. Eturien sperrt Epokilos ein. Okay. Das machen wir. 9 Forscher brauchen wir auf jeden Fall. 65 haben wir. Alle nicht so wahnsinnig loyal. Nehmen wir mal den Sima hier. Ja, gibt nicht viel Punkte. So, die Frage ist, Charaktere eingekerkert. Was machen wir mit ihm? Debüt als Gladiator arrangieren, das ist nicht schlecht. Verachtete Familie? Aus dem Kerker fliehen will er. Wir zahlen dann 2 Tyrannei. Haben wir doch gar nicht. Achso, wir erhalten dann 2 Tyrannei. Ruf verleumden. Das würde ich wahrscheinlich machen. Auspeitschen. Der Hohepriester erhält noch was. Ah, das ist interessant. So, verliert 2 Beliebtheit. Ich werde ihn einmal auspeitschen. Zack. Und einmal den Ruf verleumden. Machen wir. So, das reicht erstmal. So, Omen. Ganz wichtig, was haben wir denn hier? Ich bräuchte. Zufriedenheit insgesamt. 10% Staatsreligion. Das ist auch wichtig. Ich bräuchte aber Moral, Armee, das nicht unbedingt freie Männer. Obwohl die uns. Moment. Obwohl die uns ja die Rekrutenreserve geben. Und wir sind jetzt hier. Da muss ich mal gucken. Bürger, nationale Produktion ist die Forschung. Das wäre auch ganz wichtig. 21%. Das müssen wir machen. Denn wir haben das große Ziel. Wir sind bei 108%. Wir haben das große Ziel, hier die Forschung voranzutreiben. So gut es eben geht. So gut es eben geht. Und die Bürger auch wachsen zu lassen oder, naja, zu erhöhen oder zu befördern. Da muss ich mal gucken. Was wir alles tun. Soll ich hier Stammesmitglieder noch? Nee, das brauche ich auf jeden Fall. Bevölkerung, was haben wir denn hier noch alles? 7 Bürger. Wenn wir hier einen Überhang von Sklaven hätten, aber es sind natürlich viel Rekrutenreserve, die wir hier kriegen jetzt im Moment. Wenn die auch alle gut drauf wären. Freie Männer, hier, Luna, die kann ich aufwerten, weil die geben uns nur Rekrutenreserve und das kriegen wir eben auch hier raus. Dann aufwerten. Haben wir. Wo können wir noch sowas tun? Ich denke. Freie Männer. Nimmt uns auch ein bisschen die grobe Zufriedenheit. Ist auch schon ganz wichtig. Ja, aber ich darf natürlich nicht zu viel machen, sonst verdienen wir auch einen Teil Rekrutenreserve. Leicht haben wir schon verloren, aber okay. So, hier wird gebaut. Wie sieht's hier aus? Minus 27 für Rom. Wow. Und jetzt sind sie endlich in das römische Kernland eingedrungen, Syrakus.
Sehr, sehr krass. 12, 14, 17.000 in Reserve, 38.000 in Reserve. Ich bin gespannt, was Rom tut. Was ist hier los? Ey. Eieieiei. Wo sind Pikentien? Das sind die, aber die verlieren. Die verlieren hier. Passatwinde. Die wechselhaften Meere können vielen Orten Ruin oder Wohlstand bringen. Und die Stadt Portus Veneris scheint dieses Jahr die Früchte einer besonders guten Handelssaison zu ernten. Hoffen wir, dass es dieses Glück anhält. Wo ist das Ding? Hier oben. Portus Veneris. Sehr schön. Handelswert. Okay. Sehr gut. So, wir sind hier wieder im Aufwind. Wir sind hier wieder im Aufwind mit unseren Armee-Reserven. 38.000, 13 noch im Krieg. Rom geht es gar nicht so gut. Okay, Freunde, wir machen jetzt aber auch hier eine kurze Pause. Machen wir nochmal ein schönes Bild an. Schaut euch an, wie schön groß Etrurien mittlerweile geworden ist. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und ich denke, wir müssen im Kern erstmal unsere Rekrutenreserve wieder auffüllen und dann gucken wir weiter, welche Möglichkeiten wir haben. Frinazien aber könnten wir auf jeden Fall angreifen. Also, nicht ihre, oh Gott, eure Kommentare bitte unter dieses Video und dann ansonsten Abo gerne dalassen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Imperator Rom. Also, haut rein, ciao.